Hallo Leute, in diesem Video will ich euch zeigen, wie ich mir jetzt dieses Untergestell gebaut habe. Das ist jetzt speziell ein Untergestell für einen Werkstattspind, den ich mir im vorherigen Video gebaut habe. Und damit das Ganze etwas höher kommt, habe ich mir eben dieses Untergestell gebaut mit diesen zwei Einlegeböden. Viel Spaß beim Zusehen! So, jetzt habe ich mir das Ganze vorbereitet. Und für dieses Regal habe ich jetzt im Endeffekt, oder für dieses Untergestell habe ich jetzt im Endeffekt als Seitenteile für den Korpus alle. Und aus diesen beiden Teilen mache ich quasi rechts und links von dem Korpus. Das ist 16 mm Stärke. Und der Deckel und der Boden, den mache ich dann aus so einer unbeschichteten Spanplatte. Das wären jetzt 19 mm. Die Rückwand wird dann eine MDF-Platte mit 3 mm mit einem weißen Dekor. Und verbinden will ich den Korpus mit solchen Lamellofedern. Das sind jetzt 20er Lamellos. Und damit ich dann da Einlegeböden einsetzen kann in diesen Korpus, will ich noch mir ein Lochraster in die Seitenteile bohren. Und das Ganze mache ich dann mit so einer Schablone. Mit der kann man dann quasi das 32 mm Lochraster einbohren. Und dann kann man ja mit solchen Metallabsteckpins, das sind so 5 mm stark vom Durchmesser, kann man sich das dann so einstellen, je nachdem, wo man die Pins einsteckt, haben wir dann verschiedene Höhen. Und die Schnittkanten, die würde man jetzt dann sehen, wenn man jetzt da quasi von vorne drauf schaut. Und deshalb habe ich mir hier noch ein Furnier geholt. Das ist jetzt Sennholz. Und dieses Sennholz will ich dann quasi vorne auf die Schnittkante anbringen. Und ebenso auf diese Spanplatte, auf die Vorderseite. Und der untere Boden wird ebenso noch die Fläche mit diesem Sennholz funiert. Und als nächstes würde ich jetzt erstmal anfangen mit dem Zuschnitt. So, jetzt habe ich den Zuschnitt soweit fertig. Also ich habe jetzt quasi alle Teile auf Maß geschnitten und habe mir jetzt hier auf dem Lochtisch habe ich mir jetzt die beiden Seitenteile aufgespannt und will jetzt dann mit der Lamellofräse die Lamellos einfräsen. Das wären jetzt jeweils drei in jedem Seitenteil, oben und unten. Und zum Fräsen habe ich mir jetzt hier so eine Aluschiene hingespannt. Und dann werde ich jetzt mal kurz alle Lamellofräsungen machen. So, das waren jetzt die Seitenteile mit den jeweils 6 Lamellofräsungen mit den 20er Lamellos kommen da rein. Das schaut dann so aus, da sieht man jetzt quasi unten die drei und dann nochmal oben die drei Lamellos, also die drei Fräsungen für die Lamellos. Und anschließend fräse ich jetzt noch in diesen Deckel und diesen Boden aus Spanplatte
noch die drei Aussparungen für die Lamellos. Und da ich ja jetzt in die Stirnseite fräsen muss, verwende ich jetzt hier diesen 90 Grad Anschlag. Und den stelle ich mir dann auf die Hälfte der Materialstärke ein. Da habe ich quasi auf der Seite eine Skala und die stelle ich dann quasi auf die Hälfte ein von den 19 mm Materialstärke. Und dafür zeichne ich mir das nochmal kurz an auf der Stirnseite. Und dann kann ich quasi die Fräse hier so anlegen an die Stirnseite und kann dann die Markierungen deckungsgleich quasi stellen. Und dann weiß ich, dass ich genau in der Mitte von der Schnittkante die Fräsungen setze. Okay, das schaut soweit gut aus. Dann kann ich jetzt die restlichen Fräsungen machen. So, und somit habe ich jetzt hier in dem Deckel und dem Boden jeweils diese drei Fräsungen für die Lamellos. So, nachdem ich jetzt hier die Seitenteile, die Lamellos eingefräst habe, jeweils oben und unten, will ich mir in die Seitenteile das Lochraster einbohren mit der Schablone, damit ich dann später hier jeweils zwei Einlegeböden einsetzen kann, sodass das Seitenteil etwas über den Tisch hinausragt. Und dann kann ich diese Schablone nehmen. Und es ist jetzt so, dass ich quasi diese dünnere Seite bündig mit der Außenkante von der Tischlerplatte anlegen lasse. Dann sind diese Löcher genau von der Außenkante, von der Aluschiene bis zur Lochmitte sind 37 mm. Und diese Löcher haben einen Abstand von 32 mm. Dann muss ich mir halt nur noch merken, was oben und unten ist. Das werde ich jetzt noch kurz markieren, damit ich quasi, wenn ich mir das markiert habe, was hier unten und was oben ist, damit ich immer von unten nach oben diese Schiene anlege, damit das Lochraster immer am selben Startpunkt beginnt und auch wieder endet. Und dieses Lochraster werde ich vorne sowie auch im hinteren Bereich bohren. Und dann, damit ich mir den Startpunkt markieren kann, nehme ich mir noch so ein Kreppband und markiere mir das auf der Schablone. Und somit weiß ich dann genau, wo ich das erste Loch bohre und das letzte Loch. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe mir jetzt hier den 5er Bohrer eingespannt und dann habe ich noch hier so ein Holzklötzchen. Das habe ich mir dann genau so zugeschnitten als Tiefenstopp quasi und dann bohre ich in diese 16 mm Platte quasi ein Loch von 12 mm Tiefe. So schaut schon mal das erste Seitenteil aus. Und wenn man das jetzt richtig gemacht hat, dann sollten jetzt die Bohrungen alle auf exakt derselben Höhe sein. Das wären jetzt in dem Fall 10,9 zu 10,9. Also der Startpunkt ist exakt der gleiche. Dann bohre ich noch die andere Seite. So, jetzt bin ich wieder ein Stückchen weiter gekommen. Das Problem war jetzt das, dass bei mir die Kamera leider etwas leicht überhitzt ist und dann war ich aber schon mitten im Verleimen. Jetzt hat sie sich soweit wieder abgekühlt.
Jetzt kann ich das kurz zeigen. Da will ich mir jetzt die Rückwand festschrauben. Da habe ich mir schon die einzelnen Positionen markiert. Und dann werde ich das erstmal alles vorbohren und dann mit solchen Holzschrauben, das sind jetzt, glaube ich, 25 mm lang und 3,5 mm stark, und solchen Karosseriescheiben, das wären jetzt M5er, werde ich das Ganze jetzt verschrauben. So, und somit wäre das jetzt verschraubt. Ich habe jetzt hier die Umleime angebracht an den Korpus, rechts und links. Und wenn man jetzt quasi von oben in das Kästchen reinschaut, dann ist der Boden auch nochmal furniert. Aber vorher muss ich eben warten, bis der Leim abgebunden hat. So, jetzt bin ich soweit fertig mit dem ganzen Korpus, mit den einzelnen Umleime. Die habe ich jetzt auf die vorderen Schnittkanten verleimt, die ganzen Umleime. Und ebenso auf der Unterseite ist ein Furnier. Und danach habe ich die ganzen Kanten nochmal mit dem Hobel bündig gehobelt und nochmal mit dem Schleifpapier die Kanten abgerundet. Und danach noch alles mal mit dem Staubsauger gereinigt. Und dann könnte ich eigentlich danach schon mal anfangen, die ganzen Echtholzteile mit einer Holzbutter zu behandeln. Das sind wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite habe ich mir jetzt hier, das kann ich mal kurz zeigen, habe ich mir solche Regalböden geschnitten. Das ist jetzt eine Spanplatte mit Buchedekor, und da kommt dann oben noch mal ein etwas dunklerer Holzstreifen, den ich auch angeleimt habe. Und bis der ganze Leim abgebunden habe, werde ich jetzt mal mit der Holzbutter diese Echtholzleisten behandeln. So, jetzt habe ich den Korpus soweit mit dieser Holzbutter behandelt. Die ganzen Außenkanten, die ganzen Echtholzteile sowie auch jetzt oben die Spanplatte. Da kommt ja dann der Spind drauf oben, der Werkstattspind. Den werde ich dann verschrauben. Und jetzt sind diese Umleimer soweit trocken. Das kann ich mal kurz in die Kamera zeigen. Das war ja jetzt diese Einlegeböden aus Buche. Und das ist jetzt quasi das Holz, was da vorne drauf kommt. Das muss ich jetzt noch mit der Säge bündig abschneiden und mit dem Hobel die Kanten bündig mit der Fläche hobeln. Und da kann ich dann wieder die Bündigsäge nehmen und kann mir hier die Kanten bündig sägen. So, und dann nehme ich diesen Einhandhobel und hobel diese Umleime nochmal bündig. So, und wenn ich dann soweit fertig bin, das sieht man jetzt hier.
Dann gehe ich nochmal mit so einem Schleifschwamm drüber, um die Kanten zu brechen. So, nachdem ich jetzt hier die beiden Einlegeböden soweit behandelt habe, da habe ich jetzt nochmal eine andere Holzart aufgeleimt. Die kann ich mal kurz in die Kamera zeigen. Das ist auch so dunkelbraun und passt optisch recht gut zu diesem Buche-Dekor. Und somit habe ich jetzt quasi in diesem Unterschrank jeweils nochmal zwei Einlegeböden. Und daneben sieht man jetzt den Spind, den ich mir gebaut habe. Dieser Unterschrank kommt quasi unter den Spind. Das könnte ich jetzt mal kurz machen. So, und das wären quasi jetzt die kompletten Ausmaße. Da könnte ich mal kurz messen, wie hoch das Ganze ist. Das hat jetzt eine Gesamthöhe von 132 cm und eine Breite von 28 cm. Und eine Gesamttiefe von 31,5 cm. Und dann ist dieser Spind auf jeden Fall höher und man kann den auch besser erreichen. Den kann ich jetzt noch mal kurz aufmachen. Das Video von dem Spindbau, das kann ich euch am Ende verlinken, das Video, wie ich den gebaut habe. Und so schaut er von innen aus. Quasi mit Kleiderstange und noch mal ein Fach für die Schuhe. Und somit wäre jetzt eigentlich das Projektuntergestell für den Spind fertig.